Hallo liebe Leute, und da sind wir wieder bei Kingdom Hearts. Im letzten Teil haben wir diesen netten Speicherpunkt erreicht und diese Treppe vor uns freigeschalten. Und jetzt gehen wir direkt zum Ende vom Tutorial. Ja, endlich! Im letzten Teil habe ich ja gesagt, dass wir gerade mal die Hälfte haben. Das war natürlich verarscht. Wir sind mit dieser Plattform jetzt am Ende vom Tutorial. Ja, wir sind durch. Je näher du dem Licht kommst, desto größer wird dein Schatten. Das stimmt. Ja, aber nicht, wenn sich mein Schatten löst und so ekel aus. Aber hab keine Angst. Lässt sich drüber streiten. Und vergiss nicht. Sora, nicht runterfallen. Danke. Yay. Willkommen unser Endgegner im Tutorial. Ein ziemlich nerviger Typ. Aber... ich sag's mal so, wenn wir den Blatt haben, kann der Spaß beginnen. Aua. Aua. Yay, Level up. Angriffsrate. Und die setzen wir doch gleich mal ein, um dem Kerl ordentlich Schaden zu murksen. Autsch. Komm schon! Nicht aufstehen! Bring deine Hand hier runter! Und ja, wir haben ihn. Okay, es war ja noch ein einfacher Gegner. Okay, ich glaube, jetzt haben wir ihn sauer gemacht. Nee, schon wieder gruseliger Schatten. Aber keine Angst. Ich finde diese Szene wirklich gruselig am Anfang. Du besitzt die mächtigste aller Waffen. Ja. Nee, aber wirklich da. Also vergiss nicht. Genau bei der Szene kriege ich immer eine halbe Gänsehaut. Du bist derjenige, der die Tür öffnen wird. Ja. Ja, wir hören Vogelgezwitscher, Sonnenlicht, Himmel. Okay, wo sind wir? Da sind wir auf jeden Fall. Wir blicken aufs Meer, okay. Oh, hi Kairi. Hast du mich erschreckt, Kairi? Sora, du Faultier. War klar, dass ich dich hier unten bei deinem Nickerchen finde. Nein, mich hat so ein schwarzes Ding verschluckt. Ich bekam keine Luft. Kopflos. Träumst du immer noch? Das war kein Traum. Oder doch? Keine Ahnung. Ja, ich kann dir da leider auch nicht helfen. Was war das für ein Ort? So merkwürdig. Ja, klar. Sag, Kairi, wie war deine Heimatstadt so, wo du aufgewachsen bist? Ich hab doch gesagt, ich erinnere mich nicht. An gar nichts? An gar nichts. Willst du mal zurück? Naja, ich bin hier ganz gern. Ach so. Aber weißt du, ich würde sie schon gerne mal sehen. Ich würde sie auch gerne sehen. Und all die anderen Welten da draußen. Ich will sie alle sehen. Worauf warten wir denn noch? Hey!
Und ich werde hier vergessen, oder was? Tja, das ist Rico. Ja. So wie es aussieht, darf ich das Floß wohl alleine bauen. Das wird später noch geklärt, warum sie das bauen. Und du bist genauso faul wie er. Blitzmerker. Okay, wir machen das zusammen. Um die Wette. Huh? Was? Soll das ein Witz sein? Fertig? Los! Ach ja, irgendwie sind beide schon Kindsköpfe. Aber auch heimliche Rivalen. Ja, und damit kann man jetzt offiziell sagen, willkommen bei Kingdom Hearts. Ja, wir haben unseren ersten Abschnitt erreicht. Die erste Welt. Und zwar die Insel des Schicksals, oder wie ich sie lieber nenne, Destiny Island, weil mir gefällt der englische Name wirklich besser als die deutschen teilweise. So, da ist Kairi. Quatsch mal die an. Kannst du den Rest vom Material besorgen? Was für ein Material? Ich würde es gerne nochmal hören. Oh Mann. Ohne Baumaterial können wir kein Floß bauen, oder? Wir brauchen dazu 2 Baumstämme, ein großes Laken, ein Seil. Alles klar. So. Und ja, da vorne haben wir schon unseren ersten Baumstamm. Ich werde das erstmal so machen, dass ich gehst du da hoch, danke. Ich werde erstmal die 2 Baumstämme holen. Dann geht's Richtung Seil. Dann hole ich mir erst das Laken. Hey Rico. Arschbombe. So. Renn, Sora, renn. Lauf! Servus. So, da haben wir Seil. Mist. Ja, und wir haben hier als Waffe ein Holzschwert. Damit sind wir der King im Ring. Sora, mach das nicht nochmal. Ich sagte, mach das nicht normal. Mein Mann. So. Und da haben wir es da. Wir haben alles. Ich gebe es aber noch nicht ab, weil ich will vorher noch ein bisschen... Ja, das ist unser Start. Weil ich würde gern noch ein bisschen leveln. Beziehungsweise mindestens Level 3. Und da wird mir unter anderem diese Dame helfen. Also, Trick bei denen ist anvisieren. Autsch. Ah, fuck. Ja. Komm schon. Autsch. Also bitte. Ja, und da haben wir schon unser Level ab. So. Und so haben wir die erste Platte gemacht. Sehr gut. Oh, tut mir leid. Ja, Vorteil nach diesen Kämpfen ist halt, man wird wieder aufgeladen. Und ich gehe jetzt, oder ich versuche es jetzt mal. Alle 3 erstmal zu besiegen. Hey Sora, alles klar bei dir? Ja, immer. Und bei dir? Hey Sora, wie wär's mit einem kleinen Wettkampf? Du hast so gewollt. Gut, dann fangen wir an. Wirklich, Tipp bei allen ist anvisieren. Autsch. Und der bringt halt sehr gut Technikpunkte, wenn man seine Angriffe parieren kann.
und Trick Nummer 17 bei ihm ist halt auch teilweise nach hinten zu kommen. Scheiße. So. Nächster Platz gemacht. Nee, tut mir leid. So. Und schon brauchen wir nur noch 23 Erfahrungspunkte. Sehr gut. So, und jetzt kommen wir zu meiner Meinung nach dem schwersten von den dreien. Walker. Hey, was geht ab? Alles klar? Ja. Also bei dem kann es sein, dass ich gut noch einen an... Zeig mal, was du drauf hast. Arsch. Bei denen kann man halt sehr gut leveln. Autsch! Scheiße! So, komm. Fuck! Ihr seht, wie viel Schaden der mit seinen Scheißbällen macht. Arsch. Arsch! Komm schon! Ich hasse. Ah, sehr gut. Ja, und wir haben ihn. Alter. Ja, du hast mir noch mehr wehgetan. Ich musste meine Potion einsetzen, du Vollhonk. Siehst du, und schon brauchen wir nur noch 6 Punkte. Und da wird uns die Dame jetzt nochmal helfen und dann sind wir schon Level 3. Und nach dem Kampf beende ich auch. Scheiße. Ja, bei Selfie muss der... Ups, da war sie kurz betäubt. Hab ich gar nicht gemerkt. Arsch, das hasse ich an ihr. So. Komm schon, eine Runde noch. Tut mir leid, so sind die Regeln. Oder? Ja, komm. Ein Kampf noch mit ihr und dann sind wir Level 3. Na los, sei nicht so schüchtern. Fuck. Ja, es kommt davon, wenn man nicht gescheit anvisiert. Autsch, ich hab doch. Sehr gut, wieder Angriffskraft. Die können wir wirklich... Und schon machen wir mehr Schaden, so lieb ich das. Ja. Tja, tut mir leid. So, und mit diesem Sieg beende ich die Aufnahme. Im nächsten Part werden wir dann unser gesammeltes Material Kairi übergeben. Und was dann passiert, lasst euch überraschen. Also bis zum nächsten Part. Ciao.